Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya, die hier gerade im Regen mit Jeremy steht, denn sie kommen gerade von ihrem Date. Das übrigens absolut fantastisch war. Ich würde sagen, wir starten auch direkt ins Spiel rein. Aber erstmal wird geheiert. Aber ich kann die beiden ja auch nochmal, ne? So, nach so einem Date ist das schon ganz gut. Wieso bist du komplett wach? Du hast sicherlich gegessen, ich bin mir sicher. Du gehst jetzt schlafen. Das ist nicht passiert hier. Warum wollt ihr nicht, Leute? Jetzt aber. Wenn da wirklich ein Kind irgendwie bei rumkommen sollte demnächst, ne? Ich werde auch ein bisschen weinen, weil ich meine, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass sie nochmal irgendwie ein Kind bekommen sollten. Aber dann muss ich mein Haus doch wieder umbauen und ich habe so viel Zeit da reingesteckt. Amaya verschwindet aus dem Rampenlicht. Warum? Ich gebe doch mein Bestes. Sie ist auch immer viel zu früh wach, wirklich. Um 7 Uhr an einem Samstag. Kann sie sich nicht mal Hobbys suchen? Ich meine, sie wünscht sich eh hier Fahrrad zu fahren und so. Deswegen, warum düst sie nicht einfach morgens mal ein bisschen? Und sie kann doch vielleicht auch einfach mal streamen, wie sie ist. Manche Leute machen doch sowas. So Morgenroutine oder so streamen. Ja, in dem Livestream kommt erstmal der Hype nach der Jeremy vorbei. Das gibt auf jeden Fall Klicks, sag ich. Er ist ja schon eine Zuckerschnute, ne? Diese Blumen sind doch einfach krass, ne? 500 nur für eine Sekunde Zeitaufwand. Dann kann sie ja noch mal ein bisschen singen. Das kommt ja im Stream bei ihr bestimmt auch immer gut an. Okay, wir sollten den Stream beenden, denn wir sollen ein Reisevideo hochladen. Filmmaterial in der Nachbarschaft aufnehmen. Let's go. War halt nicht so ein langer Stream, aber ist ja auch nicht schlimm. Abgeschlossenes Bestreben. Dieses Kind ist einfach krass. Sie ist jetzt schon eigensinnig und ein Rudeltier. Ich habe ihr jetzt erstmal das Soziale gegeben, weil ich glaube, die meisten Sachen werden wir jetzt nicht unbedingt mehr machen. Ich meine, sie hat noch voll lange Zeit und so, aber das ist halt noch am ehesten das, was wir tun würden, I guess. Obwohl vielleicht das mit Motorik, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ja, vielleicht machen wir das sogar noch eher. So, und du könntest ja noch mal ein bisschen arbeiten. Ah, unser Reisevideo ist da. Die Schönheit von Windenburg. Hashtag Werbevideo, Hashtag Zuhause, Hashtag Windenburg. Yay. So, wo ist meine Drohne? Ah, da. Wir wollen alle arbeiten jetzt. Ich muss das erst übertragen. Ich vergesse das immer. Du musst noch Daten entschlüsseln, verschlüsseln, was auch immer. Ist mir egal. Mach einfach. Dann wird das Video noch bearbeitet. Und sie düst hier immer noch weiter. Ist auch irgendwie eine Mut, ne? Er hat auch schon bald das nächste Level. Sehr gut. Warum hat er so viele Pilze in seinem Inventar? Haben oder nicht haben? Wie kann man denn so süß sein und jetzt noch ihre Hausaufgaben machen? Hallo, hör auf, so süß zu sein. Da ist schon wieder was schiefgelaufen. Jeremy. Es reicht jetzt. Mach deinen Job vernünftig. Aber erst geh pissen. Das kann Ewigkeiten dauern. Und by the way, wir sollten vielleicht auch mal sein Bestreben ändern langsam. Weil das fühle ich jetzt auch nicht mehr so bei ihm. Ich frage mich halt nur so, was machen wir jetzt für ein Bestreben? Also wenn ihr irgendwie Ideen habt, schreibt es mir gerne. So, und du hustle jetzt nochmal kurz. Dann können wir das nämlich gleich hochladen. Wir könnten das Geld schon gut gebrauchen jetzt, ne? Aber ich habe gesagt, ich wollte eigentlich erst später heiraten. Ich glaube, ich nehme an. Also ich nehme das hier, dass wir heiraten. Aber ich würde es dann quasi erst im nächsten Part machen. Dann kriegen wir zwar nicht das volle Geld, weil ja noch ein paar Tage vergehen werden. Aber es ist trotzdem mehr, als wenn wir jetzt nur unter welchen Bedingungen sagen. Oh Mann, ey. Ich komme gar nicht klar, dass ich das gerade gesagt habe. Als ob das jetzt kaputt gegangen ist. Ja, diese Frau. Ich würde offscreen dann nach Now Hochzeitslocation suchen. Und dann machen wir das einfach alles im nächsten Part. Also ich werde jetzt auch nicht das Ganze im Kalender einstellen, weil offensichtlich brauche ich dafür erst die Location und so. Ich denke auch nicht, dass das jetzt eine besonders große Hochzeit werden würde. Sehen wir dann, ne? Ich bin so aufgeregt. Das kommt jetzt alles so viel schneller, als ich dachte. Ich kann mir für die beiden ja auch nur wünschen, dass es dann auch gut funktioniert. Weil ich werde natürlich meine Hochzeitsgeschichten-Hochzeit machen. Aber wir alle wissen, dass es manchmal Probleme macht. Und ich würde gern einfach mal eine Hochzeit haben. Ohne krasse Missgeschicke. Ohne, dass jemand stirbt. Ohne, dass irgendwas komplett schief läuft. Ich würde gern einfach mal glücklich sein. Ist das zu viel verlangt? Also ich meine, die haben schon so viel durch, also sie hätten es auch verdient. Celeste mag Geschichten, gerne. Emotionale Kontrolle und Empathie sind nicht so auf ihrer Seite, ne? Wollen wir daran was ändern eigentlich? Ich würde es einfach so machen, wie es kommt. Also ich würde da jetzt nicht direkt dran arbeiten. So, und dann kannst du das Video hochladen. Großartig, ja hör mal. Wie gesagt, ich hoffe auch immer noch, dass wir jetzt irgendwann mal wieder nominiert werden für einen Preis, weil wer hat es mehr verdient als Amaya? Die Frau, die hier komplett reinhasselt in ihrem kompletten Leben. 150, naja, immerhin. Wir können ja mit Celeste mal auf den Spielplatz gehen. Wir haben ja hier diesen kleinen Hasenbau. Es ist ja auch nicht so weit entfernt, ne? Da kann man zu Fuß hingehen und dann lädt sie ihre Freunde ein. Was geht ab? Wieso ist sein Dad direkt hier? Das ist irgendwie unangenehm. Wir sind halt jetzt nicht verspielt, ne? Das ist so ein bisschen ein Problem. Wir haben zwar hier eine Stimmung,
Aber die reicht nicht aus. Aber ihr könnt ja trotzdem ein bisschen spielen. Ist ja auch egal, ob wir das jetzt schaffen oder nicht. Wenn die sich ab und zu auf dem Spielplatz treffen, ist es auf jeden Fall realistisch. Sie denkt an Aliens. Also ich sag mal so, das Kind wird auf jeden Fall heute Nacht gut schlafen können, ne? Oh. Das ist interessant. Sie hat es einfach direkt geschafft hier noch. Ach, weil sie auf dem Spielturm gespielt hat, hat sie auch eine Verspielstimmung bekommen. Okay, dann hat das ja dann doch irgendwie gepasst. Es wäre schon cool, wenn sie viele Bonusmerkmale hat, weil sie halt einfach genauso reinhasselt wie ihre Mutter. Aber so ist das, ne? Wenn man so eine Mutter hat, dann möchte man ja selber auch erfolgreich sein. Du hast mir den Tag versüßt. Ach, Janko. Hört auf, ihr seid alle so süß. Ich meine, Janko ist ja auch unser Best Friend, ne? Also. Aber das ist dann nochmal besonders süß, finde ich. Aber um 20 Uhr sollten die vielleicht langsam mal nach Hause gehen. Ich denke, wenn wir dann geheiratet haben, müssten wir ja dann genug Geld haben, oder? Ich hoffe es ein bisschen. Weil ich bin halt einfach so bereit. Ich habe so Bock umzuziehen, Leute. Aber ich denke, ich werde vorher das Haus auch nochmal hochladen. Weil mir gefällt es auch einfach gut. Wer weiß, wann man es nochmal gebrauchen kann. Kann man eigentlich auch einen Preis gewinnen, obwohl man vorher keine Nachricht bekommen hat, dass man nominiert ist? Also lohnt es sich auch random quasi zu diesen Preisverleihungen zu gehen, weil ich hätte schon gerne einen Preis. Ich bin ehrlich, ich will einfach nur, dass ich den schön in mein Regal stellen kann. Bisschen flexen. Da sie so viele Punkte hat, würde ich ihr vielleicht auch mal den mega grünen Daumen geben, weil sie hat ja auch sehr viel Spaß an der Gartenarbeit und ich finde es einfach irgendwie passend. Sie hat jetzt so viel Zeit mit ihrem Garten verbracht, dann kann sie da ja auch richtig gut drin sein. Es wird immer früher, es ist 6 Uhr. Wieso geht bei ihr die ganze Zeit die Stimmung so viel schneller weg? Da steht jetzt schon nur noch 5 Tage, obwohl wir das gestern erst angenommen haben. Das ist schlecht. Wir kriegen ja weniger Geld, Girl. Da können wir wahrscheinlich gerade so die Hochzeit davon bezahlen. Naja, egal. Ich meine, im schlimmsten Fall ist es dann so, ne? Celeste hat sich mit jemandem darüber gestritten, bezüglich der Volt-Kreaturen. Und wir sagen natürlich, die sind beide gleich mächtig. Emotionale Kontrolle und Empathie ist ja eh nicht so hoch. Level 8 der Kochfähigkeit. Yay. Und danach ist natürlich eine gute Zeit, um mal wieder ein bisschen boxen zu gehen. So, du hast noch 2 Dateien zu verschlüsseln. Das kriegst du ja wohl jetzt noch irgendwie hin, oder? Das ist so viel Arbeit letztendlich, weil er das 20 Mal verkackt hat. Und das für 185, ne? Also es ist auch schon wieder richtig traurig. Aber ich finde es auch irgendwie realistisch, dass man sich den Po aufreißt und es dann trotzdem nicht wirklich entlohnt bekommt. Gerade am Anfang. Aber jedes bisschen Geld hilft uns natürlich jetzt gerade, ne? Wer hätte gedacht, dass wir mal ein Problem haben, an Geld zu kommen? Ich liebe sie so sehr, ne? Sie ist einmal eine Queen. Amaya war in letzter Zeit sehr aktiv und ist begeistert davon, ständig in Bewegung zu sein. Fühlt sich für sie genau richtig an. Ich würde schon sagen, dass sie aktiv ist. Süß, Mizuki ruft an. Und sagt, dass sie es toll findet, dass sie sich mit Turner angefreundet hat. Großartiger Ruf. Wichtig. Sie kann ja nochmal streamen, wie sie joggen geht. Weil sie wünscht sich auch joggen zu gehen. Da nutzt sie den schönen Tag einfach mal aus. Nee, warum passiert das jedes Mal? Es ist in letzter Zeit wieder sehr viel schlimmer geworden, Fräulein. Ist nicht okay. Okay, Celeste wird von Luna angerufen. Ich habe einen Ring in der Tasche von Caleb gefunden. Ich glaube, er will mir einen Antrag machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich sagen? Ja, nein? Ah! Wieso auch immer sie Celeste dafür anruft? Ich würde es mir für Luna wünschen, wenn das jetzt wirklich auch was Festes dann für sie ist, ne? Ich meine, er ist der Vater ihrer Kinder. Das ist auf jeden Fall ja schon mal positiv, ne? Wir können ja Luna vielleicht nachher mal besuchen gehen, weil ich glaube, wir kennen Caleb noch gar nicht, oder? Und ich meine, wir würden ihn ja dann, glaube ich, schon auch gerne mit auf die Hochzeit einladen. Mit den Kindern bin ich mir nicht so sicher, ob ich das unbedingt machen kann, will, was auch immer. Wir besuchen sie einfach mal, als ob er jetzt nicht da ist. Ah doch, ich würde ihm empfehlen, nicht in der Sonne zu stehen, though. Oder ist er sonnenresistent? Könnte sein, ne? Dann können wir uns ja einfach mal vorstellen. Wir finden ihn ganz gut als ersten Eindruck. Er findet uns absolut schrecklich. Schade. Luna, die macht mich auffällig. Ehrlich gesagt fände ich es richtig schön, wenn Luna unser Trauzeugen-Sim wäre. Wir können Celeste ja dann auch noch fragen nach dem Blumendings, weil letztes Mal hat das ja nicht so geklappt mit dem Blumen, aber da haben wir die Leute auch nicht selber gespielt. Wenn wir die selber spielen, könnte das ja, glaube ich, nochmal was anderes sein. Da müsste es ja dann irgendwie eine Option geben, oder? Ich meine, wenn sie jemand verdient hat, dann ja wohl Luna. Sie ist unsere beste Freundin seit Anfang an. Auch wenn da mal mehr lief. Ich glaube, das ist mittlerweile egal. Oh, wie sie sich freut. Süß. Luna ist immer noch überglücklich, dass Amaya sie als Trauzeugen-Sim ausgewählt hat. Oh, das ist super süß. Elaine ist ja dann, glaube ich, unsere Offiziantin gewesen. Haben wir ja, glaube ich, ausgesucht. Und wie gesagt, dann können wir auf jeden Fall noch Blumenmädchen für Celeste machen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber selbst wenn es nur ausgewählt ist, fände ich es schon toll.
Oh, was ein schöner Badeanzug, Girl. Wir sollten mal wieder ein bisschen miteinander reden. Ah, da ist das zweite Kind von Luna. Klasse Style auf jeden Fall. Ach, wir können auch noch zur Verlobung gratulieren. Das wäre ja auch super süß. Es ist alles so aufregend. Schöne Zeiten stehen bevor. Dann wollen wir ja auch nicht weiter stören, ne? Hallo, Cherry. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir den Ring tragen. Ist auch süß. Aber ich glaube, ich würde trotzdem das hier machen. Ich glaube, das mit dem Ring muss nicht sein. Okay, und was sagt sie? Ich hoffe, sie sagt ja. Hat sie jetzt überhaupt geantwortet? Man weiß es nicht so genau. Ist jetzt auch egal. Wir tun einfach so. Wie kann es sein, dass wir verwandt sind? Warte, wer hat eine schwierige Familiendynamik? Oh, I forgot. Wieso sind sie... Die sind keine Geschwister. Stopp! Ganz dünnes Eis, Leute. Es fehlt nur noch eine Datei. Das schaffst du jetzt auch noch. Er hat fast Level 5. Sehr, sehr gut. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Hör auf! Dieses Kind macht mich fertig. Ich liebe sie. Aber es ist trotzdem nervig. Red lieber mit deiner Oma. Sie so, nein, ich gehe jetzt. So, Jeremy hat Geld bekommen. Sehr schön. Das hat zumindest schon mal funktioniert. Die Family versammelt sich hier gerade im Kinderzimmer. Es ist auch süß, oder? Ich liebe die wirklich sehr. Es ist nicht immer alles einfach mit denen. Aber trotzdem machen sie mich sehr glücklich. Dann können wir sie ja nochmal ein bisschen tippen üben lassen. Dann ist sie schon wieder auf der nächsten Stufe. Verspielt und verliebt. Oh, wie süß ist das denn? Guck mal, sie denkt schon ans neue Haus. Ja, guck mal, hat schon wieder geklappt hier, ne? Du nimmst dir jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal einen Urlaubstag. Du auch, bevor ich es vergesse. Und dann wird tatsächlich beim nächsten Mal geheiratet. Aber ja, hoffentlich geht es dann allen besser. Wir werden nicht in Wittenberg heiraten, weil da gewittert's. Offensichtlich ist der Part jetzt hier vorbei. Wie gesagt, ich suche mir jetzt eine schöne Location raus. Ich bin schon sehr gespannt. Daumen drücken, dass das hier diesmal dann wirklich gut funktioniert. Manchmal sind Planänderungen auch wild, ne? Aber ich bin dabei. Ist kein Problem. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Vorschläge zu irgendwas habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!